Mittlerweile schreiben wir das Jahr 1986. Die Ausbeutung und Zerstörung der Natur hat wahrlich gigantische Ausmaße erreicht. Und immer noch scheinen die Menschen es hinzunehmen. Jeder in dem Glauben, er könne eh nichts dagegen tun. Und es werde schon gut gehen. Es ist die Frage, ob daran ein Vorfall etwas ändern kann, wie er sich am 26. April ereignete. Die Rede ist von dem ersten sogenannten Super-GAU. Dem größten anzunehmenden Unfall in einem Kernkraftwerk, der ganz Europa in einem noch nicht abzusehenden Maße radioaktiv verseuchte. Er geschah in Tschernobyl, Russland. Tschernobyl, das letzte Signal vor dem Overkill. Hey, hey, stopp die AKWs. Straßen und durch Parks halten Geigerzähler über Milch und Kopfsalat. Nachts weinen alle die Kinder. Mama sagt, es ist nicht wahr. Wir waren doch heute im Regen. Sag mal, sind wir jetzt verstrahlt? Schon tut man so, als wäre nichts Besonderes passiert. Sie wollen uns glauben machen, alles hätte sich halbiert. Physiker spielen weiter mit Massenleukämie. Denn Irren ist zwar menschlich, doch hier passiert das nie. Setzen weiter auf Atom, lassen Sonne, Wind und Wasser ungenutzt um uns herum. Dass man Kohle filtern kann, scheint sie nicht zu interessieren. Sie riskieren die Vernichtung, tun grad so, als wollten sie Kaiser Nero in den Schatten stellen. Der ja nur eine Stadt in Brand setzte. Tschernobyl, das letzte Signal vor dem Overkill.